Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Video, was ich schon sehr lange machen wollte, aber gerade jetzt ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und zwar möchte ich über eine meiner Lieblingskameras jemals sprechen, und zwar die Leica M10. Eine Kamera, die ursprünglich 2017 herausgekommen ist, die ist jetzt also gute 5 Jahre alt. Und deswegen dachte ich mir, macht es in 2023 noch Sinn, sich eine Leica M10 zu kaufen, wenn es schon eine Leica M11 gibt, wenn es diverse Fuji-Alternativen, Konkurrenten, wie auch immer man das nennen möchte, eben auf dem Markt vorhanden sind, dachte ich mir, ich mache mal ein Video dazu. Lohnt es sich noch, die Leica M10 zu kaufen? Ich habe sehr, sehr viele Fotos mit der gemacht. Was ist gut? Was ist vielleicht verbesserungsfähig? Und deswegen dachte ich mir, ich mache ein sehr, sehr knackiges Video darüber, welche Sachen mir gefallen, welche nicht, ob es sich lohnt, weil ich glaube, viele spielen mit dem Gedanken, jetzt, wo sie auch gebraucht, immer mehr fällt, sich mal so ein Gerät zuzulegen. Genau, ich dachte mir, ich unterteile dieses Video in 3 Themen. Wir fangen einmal ein mit der Ästhetik und dem Design, weil ich glaube, darüber muss man bei einer Leica M einfach sprechen. Gehen dann weiter über die Usability bis hin zu so ein bisschen technischen Blabla, aber da will ich immer nicht zu tief drin untergehen, weil da braucht man sich, finde ich, heutzutage kein Battle mehr liefern. Und am Ende gibt es noch ein kurzes abschließendes Feedback, ob ich es euch jetzt empfehlen würde. Die Antwort ist ja. Fangen wir mit dem Thema Ästhetik und Design an. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich auch schon bevor ich, sag ich mal, beruflich tätig war im Bereich Foto, Video, M-Kameras hat man schon immer mal gesehen. Ich meine, die gibt es jetzt seit 50, 60 Jahren in diesem Design ungefähr. Konnte auch schon immer sagen, dass das mit Abstand die schönsten Kameras sind. Und ich finde, das ist natürlich auch immer ein Punkt, wenn man mit diesen Kameras arbeitet. Natürlich spielt das auch mit, im Positiven, dass es einfach eine wunderschöne Kamera ist und es macht einfach Spaß, die in die Hand zu nehmen. Das hat einfach eine gewisse Haptik in diesem Metallkörper und eben nicht Plastik wie bei allen anderen Herstellern. Das macht einfach was her und es macht einfach extrem viel Spaß. Da kommen wir dann nämlich auch schon zu einer Sache. Mich persönlich, dadurch, dass das so viel Spaß macht und so schön aussieht, finde ich das tatsächlich relativ motivierend und inspirierend, damit auch rauszugehen, weil ich kenne viele Kolleginnen gerade in der Fotobubble, die halt beruflich fotografieren und dann sagen, in ihrer Freizeit haben sie gar keine Lust mehr, Fotos zu machen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber ich muss sagen, dieses Gerät oder zum Beispiel auch die M6, aber ich sag mal M-Systeme an sich, machen einfach Spaß und ich nehme die immer mit. Ich habe die in meiner Freizeit mit, ich habe die im Urlaub mit, ich habe die auf Jobs mit, aber ich habe halt, wie gesagt, auch Lust, über den Job hinaus sie noch zu benutzen und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Insofern spielt das eine große Rolle, aber dieses Design ist natürlich auch sehr funktional und deswegen kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie. Funktionalität der Kamera, weil das ist natürlich das, was mich am Ende daran hält. Wenn die nur schön aussieht, aber schlechte Bilder und schlecht zu bedienen ist, dann würde das natürlich auch keinen Sinn machen. Das Schöne an der M10 ist, ihr habt hier oben eigentlich alle Grundeinstellungen einer Kamera, also grob die 3 Grundbausteine, die es immer gibt. Ihr habt die ISO-Empfindlichkeit, ihr habt die Verschlusszeit und ihr habt die Blende. Das heißt, ihr könnt das alles hier oben einstellen und das macht schon viel her. Also hier jetzt habt ihr die Verschlusszeit und ich weiß nicht, das macht halt auch einfach alles schöne Geräusche. Ihr habt hier das ISO-Rädchen, das müsst ihr so nach oben poppen und dann könnt ihr es drehen und dann könnt ihr es wieder einrasten. Für alle, die das nicht mögen, ihr könnt es theoretisch auch auf Automatik stellen und dann über das Menü den ISO einstellen. Und dann habt ihr an den Objektiven von M-Linsen standardmäßig auch die Blende und dann auch noch den Fokus, den ich jetzt nicht als eine der 3 Grundeinstellungen nennen würde, aber ihr habt eben alle 3 Sachen hier oben und es macht einfach wahnsinnig viel Bock und macht wahnsinnig viel Sinn, weil ihr relativ blind eure Kamera bedienen könnt. Das sind nicht irgendwelche unendlichen elektrischen Drehknöpfe, wie das bei den meisten modernen anderen Kameras ist, sondern ich weiß zum Beispiel blind, wenn ich 2 Stops nach rechts gehe auf der Blende, dann bin ich von 1,4 auf 2,0 gegangen. Oder ich weiß, wenn ich auf einem Tausendstel bin und einmal klicke, dass ich dann bei 1500 bin. Das sind irgendwie so Sachen, die mit der Zeit kommen, die wahnsinnig viel Sinn machen und gerade für so Sachen wie Streetfotografie einfach auch wahnsinnig viel Spaß machen und euch den Job wahnsinnig erleichtern. Insofern bin ich damit wahnsinnig happy. Über das ISO-Rad gab es ja sehr viel Positives als auch Negatives, als es rauskam, weil vorher bei der M240, was ja das Vorgängermodell zur M10 war, dort gab es das ISO-Rädchen nicht und es gab hier hinten bei den 3 Knöpfen im Menü noch einen ISO-Knopf und ihr konntet das halt übers Menü verstellen. Und manche meinten halt, dass sie es relativ oder dass sie es viel schneller mit dem ISO-Knopf kannten und das jetzt so ein bisschen umständlich ist mit dem Hochdrücken und kann ich verstehen. Ich war anfangs auch ein bisschen skeptisch, aber ich finde, inzwischen macht es furchtbar viel Sinn, weil man lernt ja deutlich manueller zu fotografieren, finde ich, mit so einer M als jetzt mit einer Sony whatever, was auch gute Kameras sind. Aber ja, gerade wenn man auch ab und zu Film fotografiert, man hat irgendwann ein Gefühl, wenn man eine gewisse Blende verwendet, was man so an ISO bräuchte, um jetzt hier ein gutes Foto zu machen. Und ich
erwische mich dann oft, wenn ich zum Beispiel von draußen, wo ich dann ISO 100 oder 200 in eine U-Bahn gehe, dann stelle ich schon mal automatisch auf ISO 800 oder 1600 um. Und es macht irgendwie super viel Sinn und macht halt irgendwie auch Spaß, weil ihr habt dieses Haptik-Ding, ihr wisst dann schon blind, ja, ich laufe jetzt ins Dunkle, dann mache ich mal den ISO ein bisschen hoch. Also ich will damit sagen, so viel Skeptik, wie man dagegen haben kann, es macht irgendwie auch Sinn. Und ich glaube, der Sweet Spot ist halt bei einer M10, wenn ihr es nicht wollt, könnt ihr es auch auf Automatik stellen und dann könnt ihr es auch übers Menü machen. Dann als letzter Punkt bei der Funktionalität ist die Größe. Ich hatte die MP240 vorher, auch wunderbare Kamera, aber für mich war die zu dick. Und die M10 ist deutlich dünner geworden, bedeutet, wenn ihr die von oben anguckt, wenn man das tatsächlich mal als die Fakten sieht, sind das wenige Millimeter und ich habe das auch nicht geglaubt. Aber ich hatte halt auch schon immer eine M6 neben der MP240. Immer eine M6 zeigen. Und ich fand, die M6 lag tausendmal besser in der Hand, weil die ein paar Millimeter dünner war. Weshalb das tatsächlich einer der Hauptgründe war, warum ich eine M10 wollte, eben dieser dünnere Formfaktor, dass die so breit ist wie eine M6, weil sie dadurch viel, viel besser in der Hand liegt. Und jetzt nach keine Ahnung wie vielen Jahren ich die jetzt schon habe, ist es immer noch so, dass ich sage, die hat die perfekte Breite und die perfekte Größe, um in der Hand zu liegen. Achso, eine letzte Sache, wo ich gerade noch die M6 in der Hand habe, die mir noch einfällt zur so Usability. Es macht natürlich auch unheimlich viel Spaß, dass ihr die M-Linsen an allen M-Kameras nutzen könnt. Bedeutet, ich kann jetzt hier das Objektiv an meine M6 schrauben, ich kann das M6-Objektiv an die schrauben. Das heißt, ihr könnt da einmal auf sehr, sehr viele Objektive, aber auch diese Objektive auf vielen Kameras verwenden, was halt Spaß macht und cooler ist, als wenn jetzt alle 2 Jahre irgendein neuer Mount rauskommt, den ihr dann wieder mit irgendwelchen Adaptern irgendwie nur auf die anderen Kameras kriegt. Aber jetzt müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen über die Technik quatschen. Was ist hier überhaupt verbaut und reicht das heutzutage noch aus? Gerade wo es jetzt auch schon eine Leica M11 gibt, also eine neuere M-Version, die natürlich auch super, super toll ist, aber lohnt sich das noch in der M10? Fangen wir an mit dem kritischsten Thema für mich und zwar die ISO-Empfindlichkeit. Ich muss sagen, ich gehe selten über 3200. Ich meine, das ISO-Rating geht auch nur bis 6400. Manuell könnt ihr aber noch höher gehen im Menü. Ich finde aber, über 3200 wird es dann schon sehr körnig und rauschig. Wo ich auch schon gelesen habe, dass das viele ganz cool finden, weil es dann den, sag ich mal, Nachtfotos auch eine gewisse Charakteristik gibt. Aber das ist für mich so ein Ding, wo ich mir auf der einen Seite denke, manchmal würde ich gern höher gehen. Aber da ich sehr gern offenblendig fotografiere, habe ich es tatsächlich relativ selten, dass ich höher muss, weil auf einer 1.4er oder einer 2.0er Blende kommt ihr mit 3200 schon sehr, sehr weit. Insofern ist das relativ hinfällig und ich finde auch, dass das noch für einen Full-Frame-Sensor vollkommen ausreicht. Da kommen wir nämlich zur nächsten Sache. Es ist ein Full-Frame-Sensor verbaut mit 24 Megapixeln. Wie gesagt, die Kamera kam 2017 ursprünglich raus vom technischen Stand. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr die neueste und auch nicht der krasseste Sensor gegen Vergleichsmodelle heute. Aber die Bilder, die ihr aus der Kamera bekommt, sehen unfassbar gut aus. Ich finde immer noch, dass es das schönste digitale Bildprofil ist. Das wird sich bei der M11 sicherlich nicht geändert haben. Aber für alle, die sozusagen überlegen, in das M-System einzusteigen oder in das digitale M-System, auch wenn die Kamera etwas älter ist, aber das ist ja auch mit der M240 so, selbst die hat einfach immer noch unfassbar schöne Farben. Das heißt, ich kann euch diesen Sensor sehr ans Herz legen und Full Frame macht halt auch einfach Bock. Und ich finde, 24 Megapixel sind tatsächlich auch die perfekte Megapixelzahl, weil ich finde, dass viel mehr Megapixel viel zu viel Datenmüll erzeugen. Also ich hatte es jetzt schon oft auf Jobs, wo ich mit war, dass die Fotografin mit einer 60-Megapixel-Kamera fotografiert hat und teilweise gab es dann mehr Fotodaten als Video, was ich voll perplex finde. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch immer gegen eine Q2 gewehrt, weil ich sage, ich brauche nicht ein Bild, das 100 MB hat, wenn ich im Alltag damit auch mal knipsen will oder im Urlaub, weil dann brauche ich ja unfassbar viele Festplatten für diese Fotos und deswegen finde ich 24 Megapixel vollkommen ausreichend. Ich glaube, alle, die mehr wollen, die das nicht hauptberuflich professionell machen, ist auch absoluter Quatsch in meinen Augen. Deswegen, das reicht 100 Mal aus. Selbst weniger würde 100 Mal ausreichen. Bei der neuen M11 ist es ja ganz cool, dass ihr das switchen könnt. Die hat standardmäßig 60, aber ihr könnt auch mit halb so viel oder einem Viertel so viel schießen. Das heißt, die Dateien werden dann auch kleiner, schätze ich mal, das weiß ich gar nicht, aber gehe ich jetzt mal davon aus. Das heißt, das ist ganz cool, aber an der M10, es reicht 100 Mal aus, ihr braucht nicht mehr. Das ist wirklich der Sweet Spot in meinen Augen und deswegen auch immer noch absolut up to date. Letzte Sache, der Akku. Die M10 ist ja so gesehen dann die letzte digitale, weil ich schätze nicht, dass sie es in der Zukunft wieder zurückändern werden. Wo ihr den Akku rausnehmt, ähnlich wie bei einer analogen M, das heißt, ihr nehmt diese Bodenplatte ab und hier befindet sich dann der Akku, der jetzt hier gerade nicht drin ist. Und da gab es ja auch viel Spekulation. Ja, der Akku wäre zu klein, der geht zu schnell leer.
bliblablub. Auch aus meiner Erfahrung jetzt nach vielen Jahren Benutzung dieser Kamera, ich finde, Akku ist ja grundsätzlich eh mal so ein bisschen, es hat halt Vor- und Nachteile. Also ein großer Akku hat den Nachteil, er ist schwer. Ein großer Akku hat den Nachteil, er lädt länger. Ein kleiner Akku geht schneller leer, ist dafür leichter, aber lädt schnell auf. Also das ist immer so, wo fängst du an, wo hörst du auf? Natürlich, grundsätzlich ist es blöd, wenn der Akku nur eine halbe Stunde hält und das tut er hier natürlich absolut nicht. Also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel in einer fremden Stadt bin, komme ich mit einem Akku am Tag komplett klar, also das reicht 100% aus. Wenn ich jetzt wirklich einen Job shoote, dann nehme ich schon zwei Akkus für einen Tag mit, aber auch das macht man bei anderen Kameraherstellern oder Systemen, deswegen. Ich finde nicht, dass das hier in irgendeiner Art ein Red Flag ist, ich finde, der reicht vollkommen aus. Natürlich gibt es Systeme, die länger halten, aber wie gesagt, das hat dann auch wieder andere Nachteile, deswegen Akku finde ich auch hier absolut legitim. Insofern kommen wir zum abschließenden Feedback. Würde ich euch eine Leica M10 in 2023 noch empfehlen? Kurz gefasst, ja. Warum? Ich finde, grundsätzlich ist es ja eh, wie man so schön sagt, wie ich auch in meinem Leica M6 Video gemeint habe, die beste Kamera ist die, die man mithabt. Und das M-System macht Spaß, das hat man dabei. Und damit schlägt es dann schon die meisten anderen Kameras einfach raus, weil bringt mir nichts, eine Kamera zu haben mit 100 Megapixel und einem 5-mal so großen Akku, wenn ich sie halt nicht mitnehme und keinen Spaß mit der habe beim Fotografieren. Weil, egal ob ihr das als Hobby macht oder als Beruf, es macht ja mehr Spaß, wenn ihr auch Spaß bei eurem Job habt. So, das denke ich mir auch immer. Und deswegen, auch ich habe, ob es in meiner Freizeit ist, eine M dabei oder auf Jobs. Selbst wenn ich einen Job habe, wo die M irgendwie keinen Sinn macht vom Einsatzgebiet, habe ich eine M immer noch umhängen und immer wenn es geht, sneak ich halt diese Kamera rein, weil es einfach mir mehr Spaß macht, ich mit den Bildern meistens zufriedener bin und auch das Gegenüber findet es irgendwie cool, mit so einer Vintage aussehenden Kamera fotografiert zu werden, als jetzt mit der 500. Canon oder Sony. Also irgendwie macht das was mit beiden Seiten und ich finde, es macht auch hinter der Kamera deutlich mehr Spaß. Das heißt, als abschließendes Feedback würde ich sagen, die M10 ist in 2023 immer noch eine durchaus perfekte Kamera. Ich glaube, gerade jetzt, wo die Gebrauchpreise teilweise ein ganzes Stück unter 4000 Euro sind, macht es sehr viel Sinn, in das M-System einzusteigen. Ich glaube, mit der M10 werdet ihr auch noch viele Jahre sehr viel Spaß haben und dann nicht das Gefühl haben, ihr seid irgendwie geoutdated, weil bei Leica geht es ja eh nicht darum, den krassesten Autofokus, den ihr jetzt bei der M eh nicht habt. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Es geht um irgendwie andere Werte und guckt euch die Bilder an, die viele Leute machen mit einer Leica und dann werdet ihr sehen, es geht nicht darum, die technisch krasseste Kamera zu haben. Es geht die zu haben, die euch Spaß macht und mit der ihr gute Fotos macht. Und das geht mit der zu 2000%. Insofern macht sehr viel Spaß. Leica M10, super Kamera in dem Sinne. Wenn ihr noch Fragen, Feedback, was auch immer habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Ich versuche da jedem zu antworten. Bis dahin, bleibt gesund. Peace out. Ciao.